sehr gerne alle um ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich freue mich nämlich sehr, Sie heute Abend zum Auftakt des Sommers der Künste hier im Kunstmuseum Stuttgart willkommen zu heißen. Besonders möchte ich folgende Personen begrüßen: Frau Schowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, Fabian Mayer, erster Bürgermeister der Stadt Stuttgart, Markus Hilbert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Birgit Fitzenmeier, stellvertretende Geschäftsführerin im Projektbereich der Baden-Württemberg-Stiftung, Julia Radanovic, Direktorin der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom, die Leiterin und Leiterin der kooperierenden Institutionen, die Rom-Preisträgerin der Jahrgänge 2022-2023 sowie 2023-2024. Und ich begrüße Sie alle, liebes Publikum, sehr herzlich hier im Kunstmuseum Stuttgart. Wir freuen uns sehr, dass wir die Eröffnungsveranstaltung hier ausrichten dürfen. Herzlich danken möchte ich den Künstlerinnen des heutigen Abends, denn Sie sind wie immer die Protagonisten. Ohne Sie würde das alles hier gar nicht stattfinden. Ich danke den Förderern und Zusprecherinnen, dem Team der Villa Massimo, den Kooperationspartnerinnen. Und ich danke meinen Mitarbeiterinnen, insbesondere dem technischen Team, für die Umsetzung des multidisziplinären Eröffnungsprogramms sowie ganz herzlich der Köhle, der das Projekt bei uns im Kunstmuseum maßgeblich betreut hat. Ich möchte Ihnen kurz den heutigen Ablauf vorstellen. Der Abend startete vor wenigen Minuten vor dem Museum mit dem Empfang von Mobilistar, dem einzigen mobilen Kunststart der Welt. Mobilistar ist ein Projekt von Manav Halduni und Christian Manns. Gerne kann man Mobilistar nach der Eröffnung einen Staatsbesuch abstatten, indem man sich einzeln zu den beiden Künstlern in das Auto setzt. Es folgen nun Grußwörter von Julia Radanovic, Fabian Mayer, Petra Oschowski, Markus Hilbert und Birgit Fitzenmeier. Nach dem Kurzreden beginnt der künstlerische Teil des Abends mit Beiträgen von drei Schriftstellerinnen der letzten beiden Rom-Jahrgänge, Christoph Magnusson, Katharina Volatia und Arne Raubenberg. Als letzten Programmpunkt des Abends sehen und hören Sie eine Kurzversion von Markus Schmiedlers Glockenbuch. Mit musikalischer Live-Begleitung durch Saxophonistinnen sowie Wortbeiträgen aller Stuttgarter Kooperationspartnerinnen. Was ist die Villa Massimo in Rom? Dazu nun einführend ein dreiminütiger Kurzfilm, der ebenfalls von ehemaligen und jetzigen römischen Premieratinnen realisiert wurde. Ich wünsche Ihnen allen an dieser Stelle schon einfach einen schönen sommerlichen Eröffnungsabend. Vielen Dank.